Willkommen im Burnt Coat Head Park, dem Ort der höchsten je gemessenen Gezeiten der Welt, der an der weltberühmten Bay of Fundy liegt. Die Bay of Fundy ist eines der 7 Naturwunder Nordamerikas. Der durchschnittliche Tidenhub beträgt hier etwas mehr als 15 Meter, die Höhe eines 5-stöckigen Gebäudes. Der Burnt Coat Head Park ist einer der besten Orte, um die welthöchsten Gezeiten in der Bay of Fundy zu erleben. Bei Ebbe wird der Meeresboden freigelegt, sodass verschiedene Lebewesen und Ökosysteme entlang der Küstenlinie und in den Gezeitenbecken zu finden sind. Ein Besuch des Parks ist bei Ebbe empfehlenswert. Besucher können so bis zu 6 Stunden damit verbringen, den Meeresboden zu erforschen und bereits 3 Stunden vor der Ebbe damit beginnen. Packen Sie ein Picknick ein und verbringen Sie den Tag mit Spaziergängen und Erkundungen am Strand. Achten Sie darauf, dass Sie festes Schuhwerk tragen. Der Meeresboden kann durchaus rutschig und schlammig sein. Strandbesucher und Bootsbetreiber müssen sich ständig der fortschreitenden Flut bewusst sein, um sicherzustellen, dass sie sicher zurückkehren können. Schauen Sie nach unten und beobachten Sie, wie die Flut entlang der Küste hereinfließt. In einigen Gebieten steigt die Flut bis zu 2,5 cm pro Minute. Der Burnt Coat Head Park ist auch der Veranstaltungsort des ultimativen kulinarischen Abenteuers Nova Scotias, Dining on the Ocean Floor. Der Höhepunkt des Tages ist das Drei-Gänge-Menü, das lokale Speisen, Wein und Bier aus der Region sowie einen Blick auf die einlaufende Flut bietet, während Sie an einem Tisch sitzen, der auf dem Meeresgrund aufgestellt ist. Aufgrund seiner wachsenden Beliebtheit und der begrenzten Verfügbarkeit ist dieses Erlebnis oft schon wenige Augenblicke nach Buchbarkeit der Tickets ausverkauft. Der Park bietet saisonal täglich geführte Touren bei Ebbe an. Besucher können die Lebewesen in den Gezeitentümpeln und im Uferschlamm hautnah bewundern. Wohl wissend, dass der Meeresboden nur 6 Stunden später genau an der Stelle, wo sie jetzt stehen, mit Wasser bedeckt ist. Wenn Sie sich jetzt umschauen, erkennen Sie, wie hoch das Wasser in nur wenigen Stunden gestiegen ist. Die Küstenlinie ist zwar die Hauptattraktion des Parks, allerdings erkunden Besucher auch gerne die Grünflächen, Waldgebiete und Wanderwege. Picknicktische und Bänke sind sorgfältig platziert, um Besuchern Ruhe und die Möglichkeit zu bieten, das natürliche Ambiente zu genießen. Der Park befindet sich nur eine Stunde entfernt von der Stadt Halifax. Beobachten Sie, wie sich die Bay of Fundy mit 160 Milliarden Tonnen Wasser füllt und leert. Ein wahres Wunder der Natur.